und sagen, Produkte sind wie Menschen. Lebenszyklus. Ja, Produkte haben einen Lebenszyklus wie Menschen. Produkte sind wie Menschen, sie werden geboren, wachsen, altern und sterben. Das ist der Grundgedanke. Sie werden geboren, wachsen, altern und sterben. Also wie Menschen durchlaufen Produkte verschiedene Phasen im Lauf ihres Lebens. Das ist das Lebenszyklusmodell. Nur heißen diese Phasen jetzt halt ein bisschen anders als bei Menschen. Bei Menschen würde man sagen, der ist jetzt gerade in der Krabbelphase oder in der Pubertät oder was immer. Bei Produkten nennen wir das ein bisschen anders. Wir unterscheiden zunächst einmal 5 Phasen. Schauen Sie auf Ihre Struktur. Struktur wahrnehmen. 5 Phasen. Sie sehen es schon vorstrukturiert. Und jetzt schauen wir uns die Inhalte an. Wie werden diese Phasen bezeichnet? Die erste Phase ist die Einführungsphase. Die zweite Phase ist die Wachstumsphase. Die dritte Phase ist die Reifephase. Sie brauchen gar nicht Phase immer zu schreiben, weil das alles Phase heißt. Also Reife reicht hier als Stichwort. Dann die Sättigung. Und die Degeneration. Und Sie sehen schon, alles heißt Phase, deswegen können wir uns Phase auch sparen, wenn wir uns das einmal merken. Dann haben wir also Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung und Degeneration. Kann man sich das merken? Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung und Degeneration. Das sind die 5 Phasen. Beziehungsweise, je nachdem, welches Lehrbuch Sie gerade lesen. Denn eines muss man wissen. In der Betriebswirtschaftslehre kocht jeder seine eigene Suppe. Wir haben das gestern schon gesehen. Personenbezug. Und so finden Sie selbstverständlich auch Lehrbücher mit 6 Phasen. Ja, kein Problem. Ich setze davor die Forschung- und Entwicklungsphase. Schon habe ich 6 Phasen. Vor die Einführungsphase, also Einführung heißt ja Markteinführung. Markteinführung des Produktes, das ist die Einführungsphase, schalte ich davor die Forschung und Entwicklungsphase. Und dann habe ich wieder was Eigenes gemacht. Sozusagen. Sozusagen, wenn wir jetzt wieder die Analogie zum Menschen nehmen, dann wäre das das. Genau. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie mal in die Literatur schauen, dass Sie dort auch andere Modelle mit anderen Phasenbezeichnungen finden. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.